Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Ich hoffe, euch geht es gut. Heute ist unser Badezimmer dran. Ihr wolltet das immer sehen, wie aktuell alles abläuft. Ich nehme euch heute mit. Daisy, Kinaya, Kaden sind am Schlafen. Deswegen dachte ich mir, ich nehme die Kamera mit und filme einfach heute random alles. Und wenn ich zu Hause bin, nehme ich weiter auf. Wir brauchen ein paar Sachen fürs Badezimmer, um die Fliesen zu befestigen. Deswegen, Leute, seid gespannt. Ich nehme euch heute mit. Hinter mir ist der Fliesenleger, er hat noch zwei Kollegen mitgenommen. Ja, das ist jetzt der erste Laden, wo wir reingehen und gucken nach Sachen, die wir benötigen, okay? Wir sehen, Leute, seid gespannt. Daumen nach oben, wenn du noch auf diesem Kanal bist. Und vergesst nicht zu abonnieren. Guck mal, wir haben jetzt gerade 8.06 Uhr. Guck mal, wie die Sonne ballert. Ich bin im Unterhemd. Ihr wisst Bescheid. Hey, hallo. So, jetzt esse ich jetzt mein Frühstück. Das ist das Beste vom Besten. Ja, mal boom, aber. Ey, Mann, eines ist Obana, wieder Obana. Das ist jetzt mein Lieblings-Koko hier. Das ist richtig lecker hier. Und das ist sowas wie so ein Frühstück, ja? So, Leute, jetzt habe ich hier mein Koko am Frühmorgen. Koko für Sarkoma und Sorgen. Okay, Mann, wir kommen dabei. Am Frühmorgen, Leute, ist sehr viel los hier. So, Freunde, jetzt sind wir angekommen. Mein Essen. Jetzt müssen wir die ganzen Sachen. Jetzt tun wir alles raus. Das Auto ist richtig dreckig. Hier, wie soll ich das hier tragen? Mein Bein ist immer noch tot. Seht ihr die Naht da? Die Naht ist immer noch am Start. Ja, hier haben wir so ein paar Sachen gekauft. Wichtige Sachen. Und ich kann nur das hier tragen. Ey, Benne, wie geht's dir, Benne? Benne. Wie geht's dir, hä? Komm, das ist die Straße. Komm, weg da. Komm, wir gehen rein. Komm. Freust du dich, mich zu sehen? Komm, weg. Geh rein. Ja. Morning. Morning. Hey, hey. Ja, okay, Baba, ja. Nur hier mit seinem Auto was zusammenfällt. Ey, shit. Oder tu ihn nicht so. Shit. Leute, was ist das denn für eine Müllheide? Ja, die Kinder machen hier alles dreckig, wenn hier zum Spielen kommt. Guck mal, die spielen hier und schmeißen alles hier hin. Ihr seht Balkon, da kommen jetzt die Gläser ran. Da wurde jetzt was gemacht. Ihr seht, diese Befestigungen sind dran geschweißt worden. Und ja, mal gucken, wie das dann aussieht. Ja, jetzt gehe ich ins Zimmer rein und hol Daisy. Und dann müssen wir nochmal los. Hey, Chrissy, was geht? Das ist Chrissy aus der Nachbarschaft. Er kommt auch immer. Bei seinem Vater gehe ich immer Haare schneiden. Und er ist immer hier am Start. Er spielt mit Tyrese und Caden und Co. Hey, der. For you. Steps, ne? Okay, jetzt gehe ich mal kurz zu. Boah, wie ist guten Morgen? Du bist gar nicht wach. Ja, ich brauche dich, ja, wir müssen los, Daisy. Ich habe jetzt geguckt. Wir haben auch ein paar Dings gesehen, Fliesen, was dir vielleicht gefallen könnte. Ja. Musst du dir angucken, ja. So, jetzt musste ich kurz hier Kinaya wecken, weil keiner ist hier, der auf die Kinder aufpasst. Caden ist auch schon wach, Kate ist noch nicht komplett wach. Komm, Kinder, let's go. Oh, Caden hat noch geschlafen, ich musste ihn leider wecken. Er ist noch so müde. Morgen. Aber ist nicht schlimm, Kate, wir müssen Sachen holen, wir können euch nicht alleine lassen. Wesen, du musst nach vorne ein bisschen. Kinder, hast du jetzt Platz? Okay, jetzt müssen wir ein paar Sachen erledigen, dann kommen wir wieder zurück, ja? Unser Zimmer muss jetzt... Schaffen wir das? Schaffen wir das, Leute? Ja! Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Ja, I'm so ready! Seid ihr bereit? So, Leute, wir sind jetzt hier, wo wir unsere Fliesen gekauft haben, weil eine leider kaputt gegangen ist. Die Handwerker schieben es darauf, dass es schon längst kaputt war. Aber ich bin mir zu 100% sicher, die haben es kaputt gemacht. Ist aber auch nicht schlimm, wir holen jetzt eine und dann wird auf jeden Fall das Badezimmer heute gefixt und darauf freuen wir uns, ne? Weil wir wollen endlich mal in unser Zimmer ziehen, ja. An dieser Stelle, Leute, macht gerne mal das Plus weg, ne, wir sind nicht auf TikTok, abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke, um uns nicht zu verpassen, ne? Damit ihr alles immer schön hier auf dem aktuellen Stand, ja, bekommt. Schaut mal hier. Sieht man schon direkt ein paar schöne Fliesen, aber wir haben uns ja schon entschieden, die sind richtig schön. Ich finde zum Beispiel die da in Beige auch richtig toll, die ist in Grau auch schön. Schwarz ist aber auch irgendwie schön, Marmor finde ich auch ganz gut, aber ich finde, das ist mir zu viel. Ja, hier gibt es auf jeden Fall auch sowas in Ghana, ne? Die Kinder sitzen da jetzt und wir holen unsere Fliese. Haben wir hier Architekten? Ja. Plant ihr unser Zimmer heute? Okay, bin ich mal gespannt, ja? Auf jeden Fall, Leute, das ist unsere Fliese, die ins Badezimmer kommt.
Und davon ist leider eine kaputt gegangen. Ich glaube, das wird so schön aussehen, weil die ist so richtig schön glänzend. And I like it very much. Ich bin wirklich richtig gespannt, wie das alles aussehen wird, wenn es fertig ist. Ich glaube und weiß aber, dass unser neues Zuhause dann richtig schön sein wird. Wir wollten tatsächlich eigentlich einen schwarzen Duschkopf und einen schwarzen, sowas hier. Aber die haben uns gesagt, dadurch, dass das Wasser hier sehr kalkhaltig ist, macht es nicht so viel Sinn. Deshalb müssen wir uns wahrscheinlich später dann für einen silbernen Duschkopf wieder entscheiden. Mal sehen. So, jetzt geht es einmal kurz eine Straße weiter. Wir haben jetzt hier unsere Bestellung und müssen jetzt die Fliesen abholen, ne? Hier ist das alles, da stehen die schon bereit, die Fliesen. Und die werden gleich eingeladen. So, die Fliese ist drin und die Kinder müssen sich hier gleich ein bisschen einquetschen, ne? Das ist eine mini kurze Strecke. Und jetzt, wir müssen noch andere Fliesen holen. So, wir müssen jetzt einmal die Straße überqueren, ne? Wie geht's dir heute, mein Schatz? Hast du gut geschlafen? Ich hab dich schon mitgenommen, als du geschlafen hast. Ach ja. Bist du fit? Was heißt fit? Die Sonne macht einen müde, ne? Nee, die Sonne nicht, aber ich habe kacke geschlafen. Das ist natürlich blöd. Das ist echt doof. Müssen wir hier irgendwie rüberkommen. Das ist auch immer so ein kleiner Kampf hier. Und jetzt zeigen wir euch noch die Fliesen, die wir für unser Hauptraum sozusagen wollen. Oh ja, die ist schön. Die finde ich schön. So, wir sind jetzt zu Hause. Ben muss die Fliesen doch alleine holen, weil das passt alles gar nicht rein. Ich Schmerzen habe, aber... Schaffst du das? Ja. Ich zeige euch mal gleich, was oben abgeht. Ja, doch, ist schon. Die eine Fliese kommt jetzt hoch und da oben wird auf jeden Fall fleißig gearbeitet. Ich nehme euch das gleich mal auf. Starker Mann. So, da ist der schöne Herr wieder. Ja, hast du die Fliesen geholt? Nein, ich habe die Fliesen nicht holen können, weil wir haben noch Zement gebraucht. Wir haben noch 7 Pakete Zemente geholt. Kannst du gleich sehen, ist da oben. Was soll ich jetzt noch sagen? Ich muss noch mal hinfahren. Die meinten, die wollten das transportieren, aber es hätte noch mal Geld gekostet. Da meinte ich, nein, ich hole das ab. Da meinte er, bist du sicher, du hast ein Auto gehabt. Ich meinte, nein, alles gut. Ich hole das selber ab. Haben die gelacht. Lass mal erstmal nach oben gehen, gucken, wie weit die sind. Okay. Und wenn irgendwas ist, Daisy, musst du sagen, ne? Ja, komm. Irgendwann, wenn irgendwas ist, ne? Unser graues Haus. Hier sind die Fliesen. Oh, haben die eine kaputt gemacht? Ja. Ist das die? Weißt du noch, die sagen angeblich kaputt gewesen, aber ich glaube das nicht. Glaube ich auch nicht. War nicht kaputt. Die haben schon die aufgearbeitet. So, hier gucken wir jetzt einmal. Pass auf, dass es falsch ist. Sieht schön aus. Aber die ist auch falsch. Ah, ne, da ist ja Dusche, ne? Hier werden unsere schönen Fliesen gerade rangebracht. So sieht das hier aus, ne? Hier ist das Zement, was genutzt wird fürs Badezimmer. Und so sieht hier der aktuelle Stand aus, Leute. Hier wurde der ganze Boden übrigens, genau, hier wurde der ganze Boden rausgeholt. An alle, die uns noch nicht auf TikTok verfolgen, die wissen das wahrscheinlich noch gar nicht. Aber genau, hier ist alles rausgehauen worden. Und auch, wie ihr gerade gesehen habt, im Badezimmer. Genau.